Herzlich willkommen, die Aufzeichnungszuschauer. Hallo und herzlich willkommen jetzt gleich auch die Livestream-Zuschauer. Die Reihenfolge ist die falsche. Ja, es läuft jetzt. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Bildchen. Ja, also Sie wissen ja Bescheid, das gesamte Studium unsere Gesamtes Studium. Oh, jetzt haben wir hier ein Tonproblem. Sekunde. So ist das, wenn man die Dinge so macht, wie man sie hier will. Den Ton muss ich abstellen. Und eigentlich auch den Livestream anhalten, denn ich will keine Energie verbrauchen, keine Leitung verbrauchen fürs Abhören der Sendung, aber es funktioniert offensichtlich. Ja, also was ich jetzt sagen wollte, ist hier das gesamte Studium. Ich gehe nochmal zurück. Ach so, das geht ja jetzt nicht mehr. Technik. Das ganze Studium, weil die Sendung heute sehr kurz wird, finden Sie ja, Sie gehen am besten der Einfachheit halber wirklich dann hierhin und gehen dann dahin und wenn Sie hier so gehen hierhin, fangen mit unserer Homepage nextscientistsforfuture.de, das zeige ich Ihnen nochmal hier. Hier, also gehen Sie, ja, Sie können auch hier hingehen, einfach ratderweisen.beepworld.de, das können Sie jetzt einfach eintippen und dann zum Beispiel fangen Sie doch einfach hier mit Next Scientists for Future an und folgen Sie immer grundsätzlich jedem Link, den Sie finden, jeden Link, über den Sie stolpern, müssen Sie bis zum Ende durchklicken, dann haben Sie das gesamte Studium sozusagen. Und die alle Erklärungen, alles ausführlich, denn eigentlich ist unsere Sache ein richtiges Studium. Aber jetzt gehe ich wieder zurück hier und spreche erstmal über die Dinge, die heute Thema sind. Ja, das kommt zum Schluss hier. Und die Geldsucht vieler Linker, ja, das ist nochmal ein wichtiges Thema durch die letzten Sendungen gekommen. Viele Linksextremisten, die immer unbedingt umverteilen wollen, die den Reichen was wegnehmen wollen, vielleicht selber die Reichen Stalins, Honeckers und Maos selber werden wollen und so weiter, die neuen Diktatoren werden wollen. Aber nochmal, vielleicht hilft es den Linken, sich mal klarzumachen, wenn sie sich aufs Geld fixieren und unbedingt als erstes den Reichen immer das Geld wegnehmen wollen, dann sind sie ja genauso geldsüchtig und geldfixiert wie die Reichen selber. Ja, dabei ist die glückliche Zukunft der Menschheit würde liegen in einem relativen geringer Werden von Interesse an Geld, Besitz und Eigentum, das es vielleicht alles noch gibt, aber viel weniger und viel weniger Interesse daran. Denn wir sehen ja daran, dass die Urwald-Bonobos, Pan-Paniskus, das Make Love Not War praktizieren können, wird auch überall immer noch mal wiederholt. Das heißt, wer in einer Samannen-Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehe das Liebesleben genießt, der denkt offensichtlich nicht an Krieg. Jedenfalls denken Bonobos nie an Krieg ob wir dann wirklich völlig kriegsfrei werden oder ob wir noch ein Minimum an Defensivabwehrraketen, urangriffsungeeigneten Defensivabwehrraketen brauchen werden, um eine minimale Verteidigungsfähigkeit zu erhalten, das wird sich zeigen. Also vielleicht werden wir aber auch so bonobo-artig, dass wirklich niemand mehr an Krieg denkt und dann können wir uns auch diese
Kosten irgendwann einsparen. Ja? Aber wie gesagt, nochmal zu den Linken. Also bitte alle Linken mal darüber nachdenken. Seid ihr nicht genauso geldsüchtig und geldfixiert, wenn ihr ständig davon redet, dass ihr als erstes die Schere zwischen Arm und Reich schließen wollt? Mich interessiert das Geld gar nicht. Ich muss nicht Aldi zerschlagen, wenn Aldi ein Gesundheitsanregungsmarkt wird mit roten und gelben und grünen Ampeln, mit Ernährungsberaterinnen und Bänken zum Sitzen und so weiter. Und mir hilft, ein absolut gesundes Leben zu führen, mit Ursortenrückzüchtung, mit Permakultur, mit allem, und so weiter. Und wenn ich muss auch nicht eine reiche Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft zerschlagen aus Neid und Missgunst heraus und aus Geldfixiertheit heraus im Denken, wenn ich dort ganz viel Sozialleben habe, wenn ich dort alles kostenlos in meiner Freizeit und Wochenende alles ganz nette Leute treffe und vielleicht sogar dann schon die ersten mehr Generationen Lebensgemeinschaften angeregt werden von der Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft und so weiter. Da interessiert mich gar nicht die Geldfrage, sondern wenn alle, die was arbeiten, zu meinem besten Freund werden, zu meiner besten Freundin werden und ich dann auch vielleicht in der Savannen-Bonobo-Schenker kommunistischen Gruppen-Ehe das Liebesleben genieße, wie ich es in Ansätzen ja in meinem Leben schon kennenlernen durfte, weil die Masse der Menschen es noch nie kennenlernen durfte. Dann ist mir doch egal, was mit Geld ist. Das interessiert mich doch gar nicht. Ja, Professor Hans-Werner Sinn hatte das ja auch so gesagt. Ja, der hat ja dieser ganze Neid wegen Geld und so weiter. Das ist vielleicht nicht die schönste Charaktereigenschaft. Und ja, das darf uns einfach nicht stören, dass eben die Reichen über viel Investitionskapital verfügen, mit dem sie wieder neue Arbeitsplätze schaffen können und wollen. Und dass die auch sozusagen letztendlich sich natürlich vieles leisten können, was wir uns nicht leisten können. Ja, aber dann steht doch jedem offen, Amazon zu gründen und 200 Milliarden irgendwann auf dem Konto zu haben oder ein Vermögen von 200 Milliarden zu haben. Wir können das offensichtlich nicht, was Jeff Bezos von Amazon gekonnt hat, ne? Wir können das nicht. Dann lassen wir ihm das auch doch machen. Und er schafft da offensichtlich besser Arbeitsplätze als wir und so weiter. Ja, ja und vielleicht wird das demnächst auch in einer Talkrunde Thema sein, die Irrtümer zum Thema Intelligenz, besonders die vorteilbringenden Irrtümer bestimmter Sparten zum Thema Intelligenz, die können das ganze Land ruinieren. Ja? Dieser eine Professor hat mir das auch gesagt, dass es also im Fernsehen in einer Talkshow gesehen hat, wie dann der frühere SPD-Vorsitzende Gabriel so gesagt hat, wer glaubt, dass Intelligenz noch irgendwas mit Genen zu tun hatte, der würde ja nicht in der Realität leben. Das Traurige ist, das Gegenteil ist genau der Fall. Es gibt eigentlich praktisch keine menschliche Eigenschaft, die nicht auch durch Genetik begrenzt ist. Das heißt, mich hat ja tief beeindruckt damals im Funkkolleg Psychobiologie geleitet von Professor Christian Vogel damals, dass man gesagt hat, ja, man hatte versucht mit Sesamstraße quasi Bildungsfernsehen anzubieten und hat nur dann leider festgestellt, dass die fähigen Kinder von diesem Bildungsangebot 10-mal mehr profitiert haben als die unfähigeren Kinder oder weniger fähigen Kinder, und dass dadurch die Schere zwischen den besten Schülern und den schwächsten Schülern immer weiter auseinanderging durch ein besseres Bildungsangebot und nicht kleiner wurde. Das heißt eben, weil eben doch nicht alles gleich ist, sondern diese Wahnvorstellung, alles ist gleich in der Welt,
eben dann doch nicht stimmt, ja. Und deswegen, damit ruiniert man dann das ganze Land, wenn man nicht bei allen politischen Entscheidungen berücksichtigt, wie entwickelt sich denn der durchschnittliche Intelligenzquotient meiner Bevölkerung, werden wir schneller dümmer als andere Staaten, dann gehen wir nämlich auf die Pleite zu und auf die Bettelarmut hinzu, zerstören wir also unsere Gehirnleistungsfähigkeit langsamer als andere Staaten, dann werden wir weltführend, ja, und haben gute Überlebenschancen. Und wenn wir vielleicht sogar wieder unsere Gehirngrößen und Leistungsfähigkeiten steigern, anstatt nur das Schrumpfen zu begrenzen, also unsere Intelligenz, und das würde ja dann bei Einführung des Gemeinwohlökonomischen, der Gemeinwohlwirtschaft und so weiter kommen. Ja, und Sie wissen ja, wir setzen ja auf die GWÖ-GWO-Diskussion und die GWÖ-GWO-Kombination. Und ja, jetzt gehe ich mal darüber zum letzten Thema für diese kurze Mini-Vorlesung. Nämlich, ich gehe jetzt mal auf die Chronik, die es jetzt auch schriftlich gibt. Wo ist es? Ja, hier. Das ist also, wenn Sie es hier sehen, es ist, glaube ich, hier dieser Link, Buch zu Das Heil. Das ist zum Beispiel hier der Pressebericht der Pressetextbericht von dem Bericht über die Universitätsveranstaltung 2006 über Gemeinwohlwirtschaft, damals noch nicht mit dem Namen Gemeinwohlwirtschaftsordnung, sondern mit dem wissenschaftlichen Namen, aber gut. Wir folgen da der Mode und der Begriff Gemeinwohlökonomie hat ja zum Glück sehr viel Aufmerksamkeit gefunden. Und hier der Buchtext zur Gemeinwohlwirtschaftsordnung, damals auch noch mit dem wissenschaftlichen, universitär geprägten Namen, der eher in der Tradition von Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, damals auch entsprechend einen Namen hatte und so weiter. Und jetzt wollte ich hier eigentlich nur zeigen, hier die neue Chronik oder Zeitskala. Ja, eine ganz grobe Zeitskala der Evolution gemeinwohlwirtschaftlichen Denkens. 50 Jahre Gemeinwohlwirtschaft. Ja, in Wirklichkeit sind es jetzt schon 54, aber alles Wichtige war ja dann schon 2018 passiert. Also die Geschichte von 1968 bis 2018, das ist die mir jedenfalls bekannte Geschichte des gemeinwohlökonomischen Denkens. Ja. Also ab 1968 Kontakt der späteren Weltratmitglieder mit der Anekdote vom alten China, Gemeinwohlwirtschaft. Ja, denn die Anekdote vom alten China ist ja die erste Schilderung der Gemeinwohlwirtschaft. Da kommt es zur Belohnung für präventive Krankheitsverhinderung und für Gesundheitsförderung. Und damit ist das sozusagen die erste Anekdote gewesen zum alten China, also ab 1968, dann ab circa 1980, Professor Richard Dawkins, ich zitiere, der weltweit wichtigste Denker in seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten, in bestimmten Auflagen von Das egoistische Gen tauchte also dann schrieb er über seine selbsterlebte Anekdote von den Rechtsanwälten, Gemeinwohlwirtschaft, ja. Also, denn er macht ja auch nicht nur, er schildert nicht nur den Missstand, nämlich die schädlichen Verhaltensweisen in der Marktwirtschaft, sondern auch die Anekdote von den Rechtsanwälten Gemeinwohlwirtschaft, nämlich seine Lösung dafür, nämlich dass er auch sagt, wir müssen gezielt belohnen für Streitverhinderung statt des bisherigen marktwirtschaftlichen Belohnens für das Streitschüren. Ne? Und das war dann die zweite Anekdote sozusagen. Und dann circa 1990
erste gemeinwohlwirtschaftliche Gesundheitsversicherungsexperimente von späteren Weltratmitgliedern gemäß Bhutans Bruttonationalglück, National Happiness Index und den beiden Anekdoten. Und damals entstanden ja auch die Idee der Wohlfühlstimme, der Wohlfühlnoten, Wahlstimme und so weiter. Und ja, und dann ab 2000 begann die Phase der Universität zu Köln. Irgendwann machte dann also ein junger Mann sein Examen über die Mimetik, also über die parasitären Meme und so weiter, über Darwin, Charles Darwin, Richard Dawkins und ein späteres Weltratmitglied und dessen gemeinwohlwirtschaftliches Lebenswerk. Buch und Vortrag, also die Prüfungsvorträge haben dann Einfluss genommen, also Prüfungsvortrag in der Philosophie zum Beispiel, haben dann Eingang gefunden in dieses Buch hier. Dies kann man dann ja hier auch dann gleich lesen. Ja, da ist ja der Text drin von diesem Printbuch. Buch und Vortrag mit Diskussion über dieses Buch hier, mit Pressebericht, siehe Menü. Ich habe ja eben schon den Pressebericht gezeigt gehabt. Und dann, circa 2010, beginnt die Phase der Gemeinwohlökonomie, dieses Glücksgriffs vom Begriff her, die aufsehenerregende neue Wortwahl, Gemeinwohlökonomie, GWÖ von Christian Felber, Attac Österreich. Und dann ab 2018 die Entstehung des Weltrates und die allmähliche Entwicklung der Wortwahl Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWU für die Weltratkonzepte seit 1968 und die Entstehung der Idee der GWÖ-GWO-Diskussion und der GWÖ-GWO-Kombination als Weltrettungskonzept. Ja, und dann kann man hier anfangen zu lesen, zum Beispiel die schriftliche Zusammenfassung seines Prüfungsvortrags in Philosophie an der Universität Köln. Das wurde dann erst 2005 als Buch veröffentlicht, aber die Prüfung war wohl, glaube ich, ein paar Jahre früher, also ab 2000 haben wir ja gesagt, die Phase der Universität Köln, 2000 bis 2010 und dann eben die GWÖ, Gemeinwohlökonomie-Phase und dann 2018 dann eben der Weltrat und die Next Scientists for Future mit dem neuen Vorschlag der GWÖ-GWO-Diskussion und GWÖ-GWO-Kombi, was ich auch gerade mit einem Vertreter oder was gerade diskutiert wurde mit einem Vertreter der Gemeinwohlökonomie wenigstens in schriftlicher Form diskutiert wurde. Ja, ich glaube, das war's schon wieder. Dann kann ich jetzt hier irgendwie wieder raus. Ich kann als erstes mal eben hier die Aufzeichnung stoppen.